So, Xiu hier zurück mit CrossCode. Im letzten Part haben wir das Quest Hub im Saphirgrad erreicht und da werden wir gleich weitermachen. Aber bevor wir damit jetzt weitermachen, möchte ich hier eine Kleinigkeit anmerken. Es dürfte aufgefallen sein, wenn man das CrossCode Let's Play verfolgt hat, dass ich jetzt eine lange Zeit nicht aufgenommen habe, beziehungsweise nichts hochgeladen habe. Etwa 2 Wochen ist es jetzt schon her und das hat ganz einfach den Grund, dass ich jetzt vor 3 Wochen mit meinem neuen, beziehungsweise auch ersten Job angefangen habe. Und ja, das nimmt in letzter Zeit leider auch entsprechend sehr viel Zeit ein. Und das wird auch wahrscheinlich in nächster Zeit so bleiben, daher kann ich einfach nicht sagen, wie regelmäßig das sein kann, dass ich mal was hochlade. Ich bereue es ein bisschen, dass ich Death Road hochgeladen habe, weil ich habe auch nicht wirklich Zeit gehabt, das zu schneiden. Das ist schon fertig aufgenommen alles. Das Let's Play ist auch schon deutlich älter. Das ist Anfang 2019 aufgenommen worden. Das heißt, Anfang März war das wahrscheinlich. Ich möchte das hier nur gerade mal ein bisschen vorausschicken, weil ich ja... Ich kann nicht wirklich sagen, wann ich wieder dazu komme, wirklich was aufzunehmen, was zu schneiden und was weiß ich. Mir fehlt da momentan auch so ein bisschen die Motivation dafür, das Nebenarbeit auch noch mitzumachen. Daher, ja, lässt sich schlecht sagen, wie es weitergeht, aber jetzt gerade habe ich doch ein bisschen die Lust dazu, ein bisschen was zu machen und ja, deswegen machen wir hier heute mal ein bisschen weiter. Genau, lasst mich mal sehen. Der Zeitstein fehlt uns auch noch dafür, diese eine Mission. Aber was ist genau momentan die Aufgabe? Wir sollen eigentlich den Saphirgrad erkundigen, aber wir wissen nicht genau, wohin, oder? Wir können mal ins Logbuch schauen. Aufgabe, es ist endlich an der Zeit, den haben wir erkundet. Zu Genüge, was heißt zu Genüge? Schon ordentlich, auf jeden Fall. Haben schon sehr viel angeschaut. Ist nur die Frage, muss ich was im Quest Hub machen? Hier gibt es auf jeden Fall Missionen. Reden wir mal mit dir. Grüß dich, Seeker. Suchst du nach Hinweisen, wie du die hiesigen Formen erlangen kannst? Mhm. In dem Fall sollt ihr meine Großmutter weiterhelfen können. Du findest sie für gewöhnlich auf dem Dachbalkon. Ihre Großmutter. Wenn Leute schon sagen, ja, meine Großmutter, dies und das, dann sind die normalerweise eigentlich auch wichtig. Aber nein, sie hatte einen sehr unwichtigen Sprite. Da ist sie. Howling. Ein weiterer Vogel kommt zu mir geflogen. Willkommen, kleiner Vogel. Hi? Der Vogel sucht einen Wurm, doch es ist ein Käfer, den er fangen muss. Nach Süden muss der Vogel fliegen, durch Bambushain und darüber hinaus. Und bei einem Teich mit einem Feuer muss er landen. Nun flieg, kleiner Vogel, flieg und lass dich vom Winde tragen. Warte, wie? No, Mami, wir werden ganz bestimmt keine Käfer fangen, keine Käfer. Naja, Emily, da musst du jetzt durch, meine Jute. Ja, hilft ja nichts, ne? Weiter südlich, hat sie gemeint. Ich habe auch offscreen... Schon wieder? Ganz gewöhnlicher Bambus. Da auch... Es gibt keine... Q-Level. Guck mal, da ist ganz gewöhnlicher Bambus mitten im Fluss. Wie süß. Mhm. Das ist so ein Running Gag, ne? Ich bin verstehend. Ah, da... Durch den Bambus rein. Keine Musik mehr. Oh, hell no. Oh, ja. Oh, ein Vagabund. Es ist eine Weile her, dass ein Seeker mich besucht hat. Hä? Die meisten haben an diesem Punkt aufgegeben. Sie waren den Käfern nicht gewachsen, den Kräften nicht gewachsen, die ihnen verliehen worden waren. Unterscheidest du dich von ihnen, Seeker? Nun, wir werden es sehen. Ich weiß, wofür du gekommen bist. Es ist die letzte Form, die du begehrst, nicht wahr? Mhm. Ich bin bloß ein einfacher Mann. Doch wurde mir eine Ehre zuteil, jeder Seele zu helfen, die Führung sucht. Wenn du also jene Form begehrst, musst du 4 Prüfungen bestehen. Warum? Um einen Pfad freizulegen. Einer, der sich dir öffnet, sobald du alle Prüfungen bestanden hast. Oh. Okay. Die Prüfung der goldenen Käfer. Okay, weißt du die 4 Prüfungen auf dem Saphirgrad? Kraft, Geduld, Gewandtheit, Einsicht. Prüfung der Kraft. Prüfung der, keine Ahnung was. Prüfung der Gewandtheit und Prüfung der Einsicht. Prüfungen, 4 an der Zahl, sind auf dem Saphirgrad verteilt. Jede bewacht von einem goldenen Käfer, der eine Laterne erhält. Und jeder von ihnen wird dich einer Prüfung unterziehen. Nur diejenigen, die sie bestehen, dürfen voranschreiten. Hm.
Die erste ist die Prüfung der Kraft. Sie befindet sich in der Brutstätte, eine leicht übersehbare Höhle nördlich der erodierten Passage. Die zweite erwartet dich am Blumensee und wird Prüfung der Geduld genannt. Die dritte ist die Prüfung der Gewandtheit und befindet sich am zerfurchten Pfad. Und die letzte liegt nicht weit von hier im Bambusdickicht, die Prüfung der Einsicht. Sobald du alle Prüfungen bestanden hast, sollst du zu mir zurückkehren, verstanden? Gut, bleib stets wachsam, Seeker. Hä? Vier goldene Käfer, sagt er. Das wird ja immer besser. Vielleicht sind das ja freundliche Käfer. Es gibt keine freundlichen Käfer, Trony. Es gibt's ja einfach nicht. Lügen, Trony. Alles Lügen. Ich weiß, du möchtest nett sein, aber das sind einfach nur Lügen und du solltest dich schämen dafür. Schamlos lügst du Emily hier ins Gesicht. Denkst dir dabei nichts weiter? Nein, so nicht, Freundchen. So nicht. Oh, ich habe nur noch das Dane-Element an. By the way, ich habe offscreen auch mal ein paar von den ultimativen Fähigkeiten ausprobiert und die ballern. Die ballern. Ich kann mich zwar jetzt an diesen Punkt nicht mehr so gut daran erinnern, was sie eigentlich machen, aber ich weiß noch, dass sie ballern. Drei Hardware-Pads gefunden. Aha. Ist das auch ein gewöhnlicher Baum? Das ist kein gewöhnlicher Baum. Warum gibt's hier so viel Material? So, ich hau da so ein bisschen drauf und krieg ich jetzt... Wie viel Material kriege ich hier jetzt? Yes! Heftigste Bait. Naja. Eine goldene Kiste. Und ein Feuerkäfer. Ich gehe jetzt irgendwo hin. Habe ich gehört. Ah, der trägt eine Laterne. Du willst dich also prüfen lassen. So wollen wir dich prüfen. Oh nein. Wahrnehmung ist eine Fähigkeit, die nur wenige beherrschen. Diese Prüfung testet deine Achtsamkeit und Scharfsinnigkeit. Fange den goldenen Käfer im Dickicht 6-mal. Doch tu es geschwind, oder du wirst scheitern. Sprich erneut mit mir, wenn du die Prüfung zu beginnen wünschst. Oder abzubrechen. Nein, zwing mich nicht, den Käfer zu jagen. Nicht in einem Bambuslabyrinth. Der könnte sich überall verstecken. Ach, Emily. Bist du bereit? Yes! Stell dich neben den Käfer auf deine Position. Möge die Prüfung beginnen. Okay. Warte, wo ist er hin? Das ist die... Da! Ich kann halt gerade... Ich habe ihn... Da! Komplett verloren, also ich... Kann ihn nicht wirklich tracken hier. Da! Da oben? Weiter nach unten... Nein, ah! Hier durchzumanövrieren ist echt die Hölle. So, und... Es fehlen noch zwei. Scheiße. Das wird nix. Nee, das wird nichts. Da. Nochmal. Die Zeit ist um, Seeker. Du hast den Käfer nur 4-mal gefunden. Du hast doch viel zu lernen, Seeker. Sprich erneut mit mir, wenn du die Prüfung zu wiederholen wünschst. Kann ich nicht einfach zurückgeportet werden? Zu meiner Verteidigung, es ist mega Cancer hier drin gerade zu manövrieren, weil man einfach nichts sehen kann. So, noch einmal. Da, Trony kommt gar nicht mehr raus, siehst du das? Siehst du das, was du mir hier mit deiner Scheißprüfung machst? Der arme Trony, der sitzt da fest, der verhungert da drin. Der hat legit keine Chance mehr. Der Zug ist abgefahren. Nein, nur doch da. Geht er an dieselbe Position wieder? Bleibt nach unten. Und an irgendeinem Punkt teleportiert er sich anscheinend, glaube ich. Oder? Nee, tut er nicht. Oben rechts, da. Nee, tut er nicht. Da. Und weiter nach unten rechts. Da. Genau, er ist in derselben Position wieder. Ich habe mich teilweise ein bisschen mehr beeilen müssen mit dem Zurücklaufen. So, das schaut doch schon
viel besser aus. Und da ist er. Okay. Er bewegt sich wirklich echt nur ganz, ganz langsam. Oder also die Bambusstangen bewegen sich nur ganz wenig, wenn er durchläuft. Aber nett. Komm zurück und empfange deine Belohnung. Ey, wenn ich jetzt nicht 5000 Erfahrungspunkte bekomme, dann hacke ich dir den Arm ab. Mach ich nicht, weil glaubt mir das Spiel wahrscheinlich nicht, aber es geht hier ums Prinzip. Du hast die Prüfung der Einsicht bestanden. Nimm dies als Zeichen unserer Anerkennung. Ja, und ich krieg halt gar nichts an Erfahrungspunkten. Schnief. Traurig, traurig. Hello, my dudes. Hier gibt's noch viel zu entdecken, Alter. Und dann sind ein paar Skodas oder wie, was auch immer. Boah, Alter, drei auf einmal. Jesus. Die meinen's ehrlich. Oh, warte mal, was ist das für eine Höhle? Da waren wir aber auch noch nicht, oder? Nee. Oh, ich hab sie angegriffen. Feuer. Stop it. Warum benutzt ihr eigentlich nicht auch Feuer? Ich wollte eigentlich nicht beenden. Ich wollte eigentlich nur nochmal kurz schauen bei der Feuerform. Habe ich da eine ultimative Kunst? Doch, da habe ich die Nahkampfkunst schon. Genau. Fucking die! Did you do it? Yes. What did it cost? The lives of millions. I'm gonna keep it real with you, Chief. You're gonna die. Sollte ich nicht einfach versuchen, ein bisschen mehr mit der Story weiterzumachen? Aber es macht so viel Spaß, diese Spinnen zu verprügeln. Und sie geben echt gute Erfahrungspunkte dafür, dass sie so leicht zum Killen sind. Lass sie nicht mehr raus, Stiefelkreis, Stiefelkreis. Ah, yes, that's good. Oh, Käfer. Ich kann nicht aus... So, das war schon mal einer. Und noch einer. Was war es denn nochmal bei der Wellenform für eine Fähigkeit? War es der Dash? Egal. Sorry, aber das muss ballern hier. Ballern ist mein zweiter Name. Ah, yes, Alter. Die gehen hier durch wie nix. So, vielleicht aber auch mal. Obwohl, na gut, es sind knapp 100 Erfahrungspunkte gewesen. Also, das ist schon... Nimmt man auf jeden Fall. Ich finde diese Höhlen schon irgendwie interessant. Muss getankt werden. Nehmen wir auch gleich den nächsten noch mit. Nein. So, da... Ach so. Ich habe jetzt gedacht, weil da unten noch so eine Leitung war. Vielleicht, dass das irgendwie noch was... Nein. Noch nicht schon jetzt. Dankeschön. Wo sind wir jetzt gelandet? Anhöhe. Anhöhe, da gibt's die Anhörung. Man kennt's, ja. Ich frage mich halt nur, wo dieser letzte Zeitstein ist. Das schaut aus, als würde da noch eine Tür kommen. Und vor allem schaut das, wirkt das hier auch wie eine Arena. Monka, Ich sage nur Monka, Übersehe ich gerade was richtig... Irgendwas, was richtig obvious ist? Das ist weiter oben, ne? Ja.
Bing, bing, bong. Bing, bong, bing. Worte, Geräusche, die man macht, um die Stille zu füllen. Wenn man selber nicht weiter weiß. Es geht nach oben hier, okay. Schauen wir doch einfach mal, was da noch ein bisschen los ist. Alright, alright, alright. Aber die Höhe reicht hier auf jeden Fall. Aber dafür reicht's nicht. Dafür reicht's aber. Ja, nice. Jetzt ist das da hinten an, aber da kannst du auch nichts damit machen, hä? Ist ein rechter Scheiß, würde ich versagen mit der Scheiße hier. Da kann ich gar nicht dran. Gott, habe ich das gerade echt gemacht? Habe ich das... Oh, Gott. Ich sag nur, bayerisches Blut ist böses Blut. Mehr möchte ich dazu nicht äußern, weil alles weitere ist mir unangenehm. Böses Blut. Ich kann auf den... Wisst ihr, ich bin halt so respektvoll, ich möchte halt nicht auf diesen Shinto-Toren hier rumlaufen, weil ich das einfach respektlos finde, aber... Tronny und Emily denken sich, ja nice, einfach mal schön auf anderen Kulturen rumlaufen, ne? Let's fucking go, let's get the spread. Ach, ihr zwei. Ihr seid Schande. Wenn Vater es anders erfahren würde. Gottes Willen. Oh, das ist eine coole Pflanze. Ah, perfekt. Ein ganz gewöhnlicher Stein, würde ich fast schon behaupten. Ach, Saphir-Grad-Musik, es ist so schön. Omega-Bambus analysiert. Das war wahrscheinlich der. Silberkiste. Mysterientraube, das klingt ja richtig besonders. Monka, da ist es schon wieder. Der geht, komm. Der geht sowas von. Ich habe keinen Bock, wieder komplett außenrum zu laufen. Oh, er ist gegangen. Perfekt. Er ist gegangen, wow. Aber der geht wahrscheinlich eher nicht. Aber jetzt bin ich schon hier oben. Aber da bin ich wieder niedriger, ne? Mhm. Die Schreintore sind zu hoch. Nani? Ich komme aber auch gerade nicht so richtig dahinter, wie ich da rankommen soll. Ich streichle meinen Bart, weil ich nachdenke. Das ist halt jetzt die Frage. Ich sehe gerade nicht so richtig eine Passage, wie ich da rankommen soll. Ich könnte zwar hier hin, aber da komme ich halt niemals darüber. Also mit einem Longjump, aber wenn ich ihn versau, bin ich halt am Boden wieder und muss den ganzen Weg zurückgehen. Also ich kann es versuchen, aber... Eher so meh. Auch wenn ich da drüben bin, das bringt mir alles nichts. Übersehe ich irgendwas, was super obvious ist? Was könnte ich gerade übersehen? Da denke ich nicht, dass ich da entlang laufen kann. Das ist ja zu hoch, ne? Ja, genau. Aber da ist auch nichts weiter. Da ist nichts. Ich würde halt mal behaupten, Wacken ist vorbei. Scheiße. Ja, aber das bringt mir auch nichts, dort zu sein. Not like this.
jetzt bin wär ich hier, aber... Da sehe ich gerade auch keinen Mehrwert drin. Ja, die sind ja deutlich niedriger, die Steine. Da komme ich nicht rüber. Effektiv muss ich da wieder... Ich weiß, ich fühle gerade ein bisschen Zeit damit, aber das ist mir ehrlich gesagt egal, weil mich interessiert das jetzt. Ah, ich hab wieder... Das ist wieder vorbei. Okay. Dann sind wir halt jetzt einfach mal da. Ich bin der, der da ist. Oder so ähnlich. Ich meine, ich könnte auf den... dieses Schreintor gehen, aber es ist irgendwie so... Was will ich dann hier drüben? Obwohl. Reicht das? Ah, das reicht. Nice. Nice, 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 nice. Von da komme ich nämlich daran. Perfekt. Geil. Jetzt habe ich's. Na, hat sich doch gelohnt. Räuberseil. Ist auch lila. Angriff geht hoch. Ich verliere den Blitzsprint. Dafür kriege ich aber Sparschwein und 0 XP. Wenn also jemand halt vom besiegten Gegner erhält, der aktiviert das Erhalten von Erfahrungspunkten für das Erfüllen von Quests oder. Nee, ist halt stark, ne? Kann man sich überlegen für Grinding-Sessions, also wenn man Geld eben sammeln möchte. Vielleicht dann. Aha. Gibt's hier wieder so ein Zeitlupending? Ah ja, ich sehe schon. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist wieder ein bisschen umfangreicher hier anscheinend in der Höhle. Wie bisher alle anderen Höhlen auch. Aber wenn wir jetzt schon mal da sind, ne, kann man das ja auch gleich machen. Ich finde den Saphir-Grad sehr interessant. Irgendwie komme ich... Ich habe das Gefühl, ich steige bei dem Ort sehr viel besser dahinter, was die einzelnen Höhlen und so, diese ganzen Rätseleinlagen von mir wollen. Ja genau, Emily Falkenpunch. Ich weiß, das stand da nicht, aber so ähnlich stand es da, weil es eine Anspielung ist. Gehe ich jetzt mal ganz, ganz schwer davon aus. Sieh an. Oh. Ja, sieh mal einer, guck. Das war die andere Seite, ne? Auf der Seite waren wir schon. Genau, das haben wir aktiviert. Monka Gun. Und da ist auch direkt noch ein Typ. Oh, solche Dinge. Ich finde die immer... Ich finde die so cool. Diese Bambusrohre, die ja dann halt... Ich weiß nicht, das finde ich, hat eine unglaublich tolle Ästhetik. Halt sehr meditativ. Und passte eben so in diesen japanischen Garten einfach so wunderbar rein. Weiß nicht, ich als kleiner Weeaboo, da ist das halt, da ist das halt einfach... Man betrachtet es als gegeben, dass ich das schön finde. Okay. Ja, interessant. Cool, dann, das werden wir uns dann irgendwann mal hier mal anschauen, was man hier machen muss. Ich nehme mal ganz stark an, dass ihr irgendwas dazu sagen wird, denn ich würde mal sagen, das war's mit CrossCode für heute. Ich sag schon mal gleich, weiß nicht, wann der nächste Part kommen wird. Daher, wenn es überhaupt jemanden interessiert, also mal schauen, wie es laufen wird. Ich sag mal so... auf jeden Fall im Januar oder Februar kann ich wieder sehr viel mehr mit Gewissheit sagen. Je nachdem halt, wie es dann mit neuer Wohnung dann aussieht und keine Ahnung was. Mal schauen.
jetzt wünsche ich noch einen traumhaften Tag und ja, auf der Endcard könnt ihr noch sehen, wo ihr abonnieren könnt und ich würde mich sehr über den Like freuen und dann, ja, sehen wir uns vielleicht im nächsten Video. Bis dahin, ciao.